Hallo, das ist die Fadinger Schule. Ich zeige euch, wie man in dieser Schule überlebt. Und zwar mit dem ultimativen Survival Kit. Versteht mich nicht falsch, diese Schule ist genial. Aber es braucht schon ein bisschen Schmalz. Will man mit 11 Jahren hinein? Und mit 18 Jahren wieder herausgehen. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Wenn es euch zu lange dauert, könnt ihr mit dem Shortcut nach 4 Jahren wechseln. Leider verzichtet ihr dann auf ganz viel Allgemeinwissen. Früher war diese Schule eine reine Burschenschule. Aber das hat sich schon lange geändert. Gott sei Dank. Wenn du es einmal in dieser Schule geschafft hast, dann kannst du hier viele unterschiedliche Wege einschlagen. Und dort, wo du richtig gut bist, kannst du auch ordentlich abräumen. Auch Snapchat und Co. brauchen einmal eine Pause. In dieser Schule wandern die Handys ab 8 Uhr immer in die Spinde. Und zwar immer. Naja, fast immer. Aber wer braucht schon SMS, wenn es auch anders geht? Hausübung hat bei uns Schülern natürlich oberste Priorität. Sollte doch einmal etwas daneben gehen, dann ist Kreativität und Eloquenz gefragt. Unser Festsaal, der ist so richtig festlich. Hier wird geprobt, gefilmt, gelesen, maturiert und gefeiert. In Festkleidung muss man trotzdem nicht erscheinen. Schade eigentlich. Unheimlich wird hier nur zu Mitternacht. In unserer Bibliothek kann man seine Batterien aufladen. Aber Vorsicht, Verlässlichkeit ist hier oberstes Gebot. Also immer alles rechtzeitig zurückbringen. Dann ersparst du dir ganz viel Wer hoch hinaus will, muss viel trainieren und dabei sein eigenes Tempo finden. Sonst landet man gleich vis-à-vis unbeschadet übersteht's wohl keiner. Wenn ihr meine Tipps befolgt habt, dann wird eure Schulzeit in der Fadinger Schule, genauso wie meine, die beste Zeit eures Lebens. Lieber nicht erwischen lassen.